Moin liebe Grillfreunde, da bin ich wieder, euer Grillcoach Gerrit. Ja, um mich herum wird's bunt, das heißt der Herbst ist da. Ja, meinen Dutch Oven habe ich jetzt auch mal wieder aus dem Keller geholt und dazu ein richtig schönes marmoriertes Stück Rindernacken erworben. Hier vom regionalen Metzger, wo wir uns gerade befinden. Und den werden wir mal heute machen. Und wer das sehen will, der muss dranbleiben. Als Hauptdarsteller habe ich diesen schönen Rindernacken, das sind ungefähr 1,6 Kilo, den habe ich gebunden, weil er richtig schön stark marmoriert ist und ich habe ein bisschen Angst, dass er sonst auseinanderfällt. Wie man diesen bindet, das blende ich euch mal hier ein, da habe ich ein Video, da erkläre ich das nochmal. Dann brauchen wir ungefähr 400 Milliliter Rinderbrühe, ungefähr 250 Milliliter Rotwein, ich habe jetzt hier einen lieblichen, wenn ihr einen trockenen nehmt, braucht ihr noch so einen halben Teelöffel Zucker dazu, Salz, Pfeffer, 1,5 Esslöffel Tomatenmark, 1-2 Esslöffel Öl zum Anbraten. Dann habe ich hier jetzt noch so ein bisschen Rosmarin und Thymian, das lege ich nachher noch mit dem Fleisch dazu. Ja, und an Suppengemüse, Sellerie, ungefähr ein Drittel Knolle, 2-3 Karotten aufgeschnitten, ein bisschen Petersilie, 5 Zwiebeln, so in Viertel geschnitten. Und nachher für die Soße nehmen wir noch ein paar geviertelte Champignons und noch den Rest von den Karotten. Ja, ich nutze heute meinen FT6 von Petromax und den werden wir gleich auf dem Grill vorheizen und dann nehme ich euch jetzt mit. Meine Grillkohle, die ist jetzt aufgeheizt, die verteile ich jetzt hier auf dem Stein. Den habe ich mir jetzt hier reingelegt, damit wir den Dutch Oven ein bisschen stabiler stehen haben. Und verteile ich mir jetzt hier nochmal die Kohle und dann kommt der Dutch Oven mitten rauf, dass wir erstmal richtig schöne Hitze haben. Wir erwärmen gleich das Öl mit drin. Nach einer guten Minute gucken wir mal nach, ob das Öl heiß ist. Wenn es jetzt hier Blasen schlägt, ja, wie ihr seht es vielleicht, dann ist das Öl heiß. Werden wir jetzt das Stück Fleisch nehmen. Und Freunde, guckt nochmal, wie es aussieht. Richtig lecker. Von allen Seiten einmal schön scharf anbraten. Ihr seht, dass das ein relativ langfasiges Stück Fleisch ist. Deswegen auch ideal als Schmorgericht zu nutzen. Und durch die Fetteinlagerung, durch die Marmorierung, erwarte ich mir auch relativ ein schmackhaftes Ergebnis. Bin echt gespannt. So, das Fleisch ist jetzt angebraten. Ich werde das jetzt von allen Seiten mal einmal ordentlich pfeffern und salzen. Und nun kommt dann gleich das Suppengemüse mit rein. Ups. Das verteilen wir mal so ein bisschen drumherum. Das darf auch noch so ein bisschen anschmögeln, genauso wie die Zwiebeln. Um ein bisschen die Hitze zu erhalten, mache ich jetzt aber schon mal kurz den Deckel drauf. 2-3 Minuten durften jetzt auch schon mal die Zwiebeln und das Suppengemüse mit ein bisschen anrösten. Jetzt mache ich mir hier so einen kleinen Platz frei und dann werde ich noch mal das Tomatenmark kurz anrösten. So, das Tomatenmark verrühren wir jetzt um und nun löschen wir das Ganze mit dem Rotwein ab. Geben auch noch gleich Rinderbrühe hinzu, da aber nur so viel, mal gucken, alles in Ordnung, das passt, weil der Braten sollte auch noch oben ein bisschen rausgucken. Das sollte alles mit Flüssigkeit bedeckt sein auch, das passt. Jetzt werde ich hier nochmal umbauen, und zwar nehme ich den jetzt einmal runter und werde jetzt
5-6 Briketts unten lassen und den Rest nach oben. Dann stellen wir den Dutch Oven auf die Briketts. Kommt der Deckel drauf. Und dann legen wir uns nochmal schöne Briketts nach oben drauf. Mal gucken. Das mache ich ehrlich gesagt frei Schnauze. Sind so ein bisschen Erfahrungswerte. Wir gucken da mal in einer Viertelstunde nach, wie doll das jetzt blubbert und so weiter. Und dann passt das. Bei den Temperaturen könnt ihr natürlich auch nachgucken. Petromax zum Beispiel hat auch eine Anleitung, wie viel Briketts ihr braucht. Aber ich sage immer, kontrolliert es lieber, denn die Briketts sind nicht alle gleich. Von daher ist das immer schwierig vorherzusagen, wie viel Briketts man wirklich braucht. So, die restlichen lege ich mir hier nochmal als Reserve so ein bisschen an die Seite, aber ich denke, die werden so verglühen. Und natürlich, fast vergessen, kommen ja noch die Gewürze mit rein, beziehungsweise die Kräuter. Die lege ich mir jetzt hier nochmal mit einfach auf das Fleisch. So. Jetzt kann es sich ordentlich aufheizen. Und dann sehen wir uns in ungefähr 90 bis 120 Minuten wieder. So, ich muss jetzt noch mal eins dazu sagen. Ne? Die sollen 3 Stunden halten, steht hier. Ne, das sind die Weber-Briketts. Und ich muss jetzt noch mal wieder einen Anzündkamin durchzünden, weil mir jetzt schon die Temperatur fehlt. Also Freunde von Weber, da müsst ihr noch mal ein bisschen nachbessern. Wir sind jetzt eine Stunde ungefähr unterwegs. Und jetzt gebe ich mal die Mohrrüben mit rein, das wird dann unsere Beilage. Die Pilze, die kommen relativ zum Schluss. Ah, das sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? Die legen wir mal mit rein hier. Dazu gibt es dann noch Kartoffeln. Die Möhrchen können wir mit garen. Duften tut schon sehr, sehr gut. Den werden wir noch mal drehen. Aber das werde ich jetzt mal tun. Nehmen wir mal die zur Seite. Legen wir die mal wieder schön rauf. So, und dann Deckel drauf und weiter geht's. Also eine gute Stunde ungefähr noch, denke ich. So Freunde, jetzt sind wir gute 90 Minuten dabei. Ihr seht, wie die Kohlen schon wieder runtergebrannt sind. Also das sind ja schon die zweiten. Naja. Wir werden jetzt mal die Pilze nachgehen und einmal gucken. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Dann geben wir jetzt mal die Pilze mit dazu für die letzten Minuten. Ja, und das Gemüse werden wir dann als Beilage mit essen. Deckel zu und noch mal so eine Viertelstunde. Der geschmorte Rindernacken ist fertig. Wir werden jetzt einmal die Soße abkippen, den Braten rausnehmen und die Soße noch mal schön ziehen und da werden wir dann noch so Beilagen Kartoffeln essen und das Gemüse. So Freunde, das ist jetzt unser Menü. Das Fleisch. Guck mal Leute. Ein bisschen Soße habe ich oben drüber gemacht. Lecker. Dann die Zwiebeln, die von Anfang an dabei waren. Zwiebeln, schöne Süße, haben gut den Rotwein aufgenommen. Dann die Möhrchen, die wir danach halt zugelegt haben. Die ersten waren ja quasi für den Braten. Auch sogar noch ein bisschen Biss. Echt super. Ich vergleiche mal jetzt eine, die von Anfang an dabei war. Ja, die ist schon zerkochter. Und die Pilze? Sehr gut. Ja, die Pilze sind richtig gut geworden. So ein bisschen Sellerie hier noch. Ja, kann man alles wunderbar mitessen. Wir essen jetzt noch so ein bisschen Kartoffelbrei dazu. Und noch so ein bisschen Soße hier.
und ich gehe jetzt rein und werde den Rest essen. Ja, Freunde, wenn euch mein Rindernacken aus dem Dutch Oven gefallen hat, dann wünsche ich mir doch von euch einen Daumen nach oben. Ballert mal ein paar Kommentare unten rein, da kommt mal ein bisschen mehr Leben rein. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, also 2/3 meiner Zuschauer sind kein Abonnent, kostet nichts, könnt ihr einfach so machen. Verpasst ihr auch kein Video, wenn ihr dann noch die Glocke dazu aktiviert. Ja, und auf der linken Seite hier, da blende ich euch nochmal 2 Videos rein. Ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch. Ciao!